Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für Samstag, den 11.05. Ja, und heute haben wir wieder Portaltag. Wieder sehr starke spirituelle Energie. Die Schleier zwischen den Welten sind dünn und ja, können wir hier vielleicht einfach auch wichtige Messages empfangen, uns genauso auch aussenden, ja, unsere Bitten, Wünsche, Ideen. Ja, gut in Kommunikation gehen, vielleicht auch in Meditation, je nachdem, ja, was du da für heute vielleicht auch vorhast, geplant hast. Schauen wir mal, was begleitet hier noch an Kartenbotschaft? Und da haben wir zunächst das Kind. Ja, Mensch, also wir haben diese Woche wirklich so viel Neustartenergie dabei mit dem Bube der Schwerter. Der steht ja auch für Neustart, für ja, eine neue Wissensrichtung, eine neue geistige Orientierung. Sicherlich auch dafür, in etwas noch nicht ganz so gut Bescheid zu wissen. Ja, vielleicht ja, gerade hier auch, falls ihr jemanden kennengelernt habt oder kennenlernt heute, ja, geht es ja darum, sich erst nach und nach zu erkunden, voneinander zu erzählen. Aber ja, vielleicht geht es auch um dein Kind. Auch dein inneres Kind könnte eine Rolle spielen, ne, dass du damit heute gut in Kommunikation kommst und so einiges erkundest, an Botschaft auch bekommst. Aber falls es auf dich zutrifft, kann es natürlich auch richtig dein Kind oder vielleicht auch Enkelkind sein. Und gibt es hier viel Neues zu entdecken? Ja, lass dich da auch anstecken von dieser Neugier, dieser Offenheit und Unbefangenheit. Wenn du heute irgendwas Neues anfängst, ja, dann ja, hab einfach Geduld. Es entwickelt sich Schrittchen für Schrittchen. Darfst du immer auch wieder Orientierung suchen, dir Informationen einholen, Rat und Tat. Aber geh es an, ja. Du hast hier wunderbaren Schwung dafür. Wir haben die 5 der Kelche dazu. Das ist schön. Ja, wir hatten ja, glaube ich, ne, so diese Krisenenergie dabei. Jetzt nach dem 5er-Tor am 5.5. Hier haben wir wieder eine 5er-Karte. Ich glaube, wir hatten schon mindestens eine, ne, am Anfang der Woche. 5. Kelche, natürlich ist sie mit Traurigkeit verbunden, Melancholie, Bedauern, ja, vielleicht wirklich auch so ein bisschen Verzweiflung, ne? Wie konnte das passieren, na, dass hier eine Beziehung gibt, dass die Chancen vorüber sind, dass ja eine Sache misslungen ist oder was auch immer, ja, das es kann eine Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung betreffen, in der Liebe, vielleicht auch hin zum Kind, Kindern, Enkelkindern, zu deinen Eltern vielleicht auch, ja. Ja, vielleicht auch zu deinem inneren Kind, ja, dass du, ja, vielleicht machst du dir auch so ein Stück weit Vorwürfe, dass du an manchen Stellen zu wenig auf dich selbst da gehört hast, auf diese Stimme, die dir vielleicht auch schon länger etwas zugeraunt hat, dich gebeten hat. Ja, geh doch lieber in diese Richtung weiter. Lass los von Altem. Ja, lass los von Altem. Ne? Es lässt sich hier nicht mehr einholen, was vergossen und verflossen ist. Ja. Aber diese 2 Kelche, die stehen bereit. Die wollen gesehen und ergriffen werden, denn sie stärken einfach auch wieder so, dass sie dich fähig machen, zu gehen, vielleicht einen neuen Weg zu gehen, hin über Schwierigkeiten hinweg, in Stabilität und Sicherheit. Ja, natürlich. Da ist vielleicht ein Mensch, ne, der für Beziehungen auf Augenhöhe bestens geeignet ist, den du heute kennenlernen darfst. Nutze diese Chance. Häng nicht länger
an dem fest, was ja in früheren Beziehungen, Partnerschaften nicht möglich war. Oder ja, nutze die Zeit heute, ne? Vielleicht mit deinem Kind, Enkelkind, deiner Familie auch, ne? Ja, mit deinem inneren Kind, um ja heute wirklich auch gut hinzuhören, dich zu öffnen, achtsam damit umzugehen, sich ja da auch Zeit zu nehmen, ne? Hier, diese neue Chance, die steht bereit. Die darf ergriffen werden. Das bringt nichts mehr. Ja? Es bringt nichts mehr, sich damit zu beschäftigen. Ja, auch hier eine Beziehung zu dir selbst, wie gesagt. Ne? Denn die zwei Kelche, die zeigen auch an, dass wir in uns eins sind. Ganz im Reinen mit uns selbst. Ne? Von daher. Ja, vielleicht darf der innere Erwachsene heute sehr dem inneren Kind Beachtung schenken und vielleicht auch sehen, was eigentlich schon alles Wundervolles auch geworden ist, sich entwickelt hat oder vielleicht entwickeln kann, ja. Du selber darfst mit dir in Versöhnung gehen, in Heilung, ja, darfst dir selber auch vergeben für Dinge, die du nicht genutzt hast, die misslungen sind, ja, sind aber trotzdem wichtige Lernerfahrungen auch gewesen, ne? Um Schrittchen für Schrittchen deinen eigenen Weg zu gehen, kennenzulernen, zu erkunden. Es gibt immer wieder lebenslang etwas Neues zu lernen, ja. Von daher, ja, mach dich auf den Weg, starte hier neu für dich selbst, ja, oder in einem Miteinander mit einer bestimmten Sache, die dir ganz entspricht, ja, einem neuen Wissensgebiet vielleicht, einer Gabe, einer Kunstfertigkeit, der, etwas Spirituellem, ja. Ja, wundervoll. Wundervolle Portalenergie. Von höherer Warte. Ja, diese Gelegenheit, diese Chance hier, die zwei Kelche, die sind von höherer Warte geschickt. Ne? Sieh manches einfach auch aus höherer Warte. Ja? Ja, jetzt habe ich den dritten Kelch hier verdeckt. Das ist interessant. Ne? Ja, natürlich. Das mag erstmal auch hart sein und klingen und können wir es uns nicht gleich annehmen. Natürlich ist es immer nur im Rückblick einfach auch zu sehen, wie wir zumeist nur zu sehen, wie wir geführt und geleitet sind. Ne? Und wie manches gut war, dass es vergangen ist, vergossen und verflossen, zerbrochen. Misslungen. Ja, sonst hätten wir so manchen Weg zu dem, was uns wohltut, was uns ganz zu uns selbst bringt, was uns auch zu Menschen führt, die uns wohltun, auf einer Wellenlänge sind, nicht gefunden, ja. Hätten den Weg in die Versöhnung hinein, ja, mit der göttlichen Welt, mit uns selbst, mit anderen nicht gefunden. Hier haben wir wieder ein Kind dabei. Ja, ich glaube, heute möchte sehr das innere Kind beschenken. Ja, die 20 erinnert so ein Stück weit an das Gericht. Vielleicht gibt es da auch wirklich heute ein sehr starkes Berufungserlebnis. Ja, und ja. Mit der Berufung ist das verbunden, was uns eben ganz entspricht, egal in welchem Bereich. Das muss jetzt nicht nur mit Beruf zu tun haben, ne, aber da natürlich auch, mit dem natürlich auch. Ja, vielleicht ist es aber wirklich auch deine Berufung, dich um genau dieses Kind, Enkelkind zu kümmern oder Nichte, Neffe, was weiß ich, oder überhaupt um Kinder, ja, um den Aufbau eines bestimmten Wissensgebietes, ja.
einer neuen Liebesbeziehung. Ja, vielleicht wartet da auch schon ein Kind. Ne? Wartet schon von höherer Warte aus gesehen, dass es ja in dein Leben kommen darf. Sei bereit. Ja, nimm diese Chance. Dreh dich rum. Ergreif es. Du bist gerufen. Vielleicht eine zweite Chance für etwas, ja. Ein wundervolles Erlebnis damit, ja. Gute Entwicklung und sehr viel Freude daran. Für dich selbst, aber auch miteinander. Alles Liebe, deine Tara von Tarot Rainbow.